Alter, das kannst du auf gar keinen Fall reinschneiden. Warum? Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Ich bin mich gerade so ein bisschen am Fertigmachen, beziehungsweise eigentlich nicht mich, ich bleib jetzt so, sondern bin gerade meine Sachen am Packen für Kobi, mich und Juli. Wir freuen uns sehr, dass er mitkommt. Geht es jetzt gleich zum Kölner Hauptbahnhof und von da aus dann nach Hamburg. Wir sind heute Abend eingeladen auf einer Kinofilmpremiere, da freuen wir uns sehr drauf. Und genau, deswegen packe ich jetzt gerade so ein bisschen unsere Sachen. Wir sind nur einen Tag da, deswegen alles easy peasy. Und Kobi duscht gerade. Ja, und dann düsen wir gleich auch schon los. So, wir sitzen im Auto, beziehungsweise ich und Juli sitzen im Auto. Wir haben 9:45 so. Und ich wollte um 10:10 losgefahren sein. Ratet mal auf, wenn wir mal wieder warten. Ja. Kobi, wen soll ich? Wir sind angekommen am Bahnhof und haben echt nicht mehr viel Zeit. Jetzt sind wir doch zu spät losgefahren, aber sind jetzt gerade noch schnell bei Rewe und holen uns Getränke und Snacks für die Fahrt, sonst verhungere ich noch. Was nehme ich mir heute Leckeres mit? Lecker, lecker, lecker. Ein Tomatenbrötchen oder doch lieber ein Steak? Ich weiß nicht. Oh, guck doch mal hier drüben, was haben die denn hier drüben Leckeres? Oh. Ah, oh, wow, Cracker. Geil. Let's go. Waggon 9. Auf nach Offenburg. Für mich gibt es Sushi, Lachs, Gurke, Avocado-Sushi, glaube ich, eine Cola Zero. Und für Schatze gibt es ein Käse, nee, was für ein Brötchen? Käsebrötchen und ein Brötchen. Nee, normales Brötchen mit Frischkäse und Gurken. Okay, oh, geil. Sehr lecker. Was uns schmecken und Juli chillt wie ein Feini da unten. Er ist so brav, ich liebe ihn. Guti! Das sieht krass lecker aus. Sehr gut. Übrigens, wir sitzen an den falschen Plätzen, weil die Plätze, auf denen wir sitzen, rückwärts fahren. Ratet mal, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir werden es nachher im Blog erzählen. Werden wir angemeckert oder setzt der andere sich hier einfach auf den anderen Platz? Ich kann nicht rückwärts fahren, Leute, wird mir schlecht. Mal gucken. Arrived at Hamburg. Wie geht es Ihnen? Zugfahrt war echt okay. Stunde Verspätung ungefähr, aber sonst war es echt okay. Ehrlich? Jetzt bestellen wir uns ein Uber und dann geht's ab zum Hotel. Wupp! Kuscheln mit Papa. Wir sind angekommen. Was geht? Richtig schönes. Nee, ich glaube, nee, warte, das ist glaube ich. Ah, okay. Wow. Oh Gott, wie geil. Wir haben echt ein schönes Zimmer. Hä? So sieht's aus. Juli freut sich auch. Und so sieht das kurze Roomtour hier einmal. So sieht das Badezimmer aus. Hello. Toilette. Sehr spannend. Und wir haben, schaut mal, Juli freut sich. Wir haben einen Napf für Juli hingestellt bekommen. Das Bett sieht auch sehr geil aus. Wir haben eine sehr schöne Aussicht. Moment. Zeige ich einmal kurz. Ist natürlich am Regnen, wie soll man es anders kennen von Hamburg. Und wir haben hier richtig süß. Und dann haben wir jetzt hier was Leckeres hingestellt bekommen. Richtig süß. Haben wir uns gefreut. Okay, wir müssen auf den Uber warten. Man hört dich wahrscheinlich eh nicht. Ich spreche einfach drüber. Okay, wir müssen jetzt auf den Uber warten. Das sind die gemütlichsten Schüler aller Zeiten. Okay, nochmal kurz zum Erklären. Wir sind auf einer Filmpremiere eingeladen. Aha. Wir schauen Dumbledores Geheimnis. Genau, das schauen wir heute. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich habe Bock auf Nacho. So, wir sind drin. Warten jetzt noch so ein halbes Stündchen, bis der Film losgeht. Hier gibt es Käsebrezel, Snacks, verzaubertes Popcorn. Und es sind sogar ein, zwei Leute wirklich verkleidet gekommen. Hätte man die Option gehabt. Nur wir haben davon erst erfahren, als wir schon hier waren. Wie immer. Erdbeer-Popcorn. Ja, verzaubertes Popcorn. Was stand da drauf? Fantastisches Zopfgarten. Sehr süß. Auf jeden Fall alles sehr schick hier gemacht. Wir filmen gleich noch mal ein bisschen rum. Dann ein bisschen was sehen. Unseren ich höre, Mantel und Schal hätten wir gehabt. Und Zauberstab. Und Brille hätten wir auch. Alles. Wir hätten voll aufgerüstet. Damn. Hallo, mein Spatzli. Hi, bist du so ein Feini? Ist,
Bis wir dann reinkommen. Du bist so ein Feini. Hi, wir sind wieder back in town. Und Großer war wieder so frei. Oh, Pipi. Das Bein gerade. Hi, hast du schön Haie gemacht? No. Wie zurückhaltend der immer ist und auch ein bisschen ängstlich, wenn er bellt, aber wenn er dann so viel sitzt, dann ist er so. Ja, du bist so fein. Wir sind wieder zurück im Hotel. Juli ist ja immer so ein Feini. Der fühlt sich auch wohl im Hotel, ne? Deswegen bleibt er immer auch ein bisschen alleine manchmal. Sag mal, ins Kino darfst du ja nicht mit. Warum überhaupt nicht? Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Warum läuft ein Hund nicht rein? Wie geil wäre ein Kino? Schon wegen Allergiker. Dann sollte halt verschiedene Räume geben. Ja. Das ist so Dog approved. Wenigstens in jedem Kino ein Raum, der kann auch klein sein. Ja, ein Dog-Raum. Und schon mal voller würde jeder mit seinem Hund kommen und alle Hunde dürfen frei rumlaufen. Dann, ja, okay, dann gibt es aber auch wieder Stress. Ja, nee, aber dann schon mal vor Juli würde dann so zu anderen Leuten gehen, andere Hunde wäre bei uns und das wäre so cool, weißt du? Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder back im Hotelzimmer, machen uns kurz fresh und dann gehen wir unten an die Hotelbar und ja, mit den Warner Bros. Leuten genau. Was trinken. Und trinken noch. Ein und ein reinsaufen! Und ein bisschen! Wie Ron sagen würde! Und dann trinken wir doch beide eine Cola Zero. Good morning, Freunde. Wow, ich bin so. Oh Gott, wie ich überhaupt aussehe. Ich bin so unfassbar müde. Und du? Ja. Oh, ja, ich auch. Ich glaube, du auch. Wir haben aber eigentlich irgendwie voll spät schon. Wir haben 11 und wir haben so lange eigentlich geschlafen, aber irgendwie sind wir beide sehr fertig. Und Juli ist eigentlich auch sehr fertig. Der war irgendwie die Nacht voll unruhig. Frühstück. Stress. Nein, Spaß, so schlimm ist es gar nicht. Aber wir wollten eigentlich um 11 los, sind dann erst um 10 nach 11 losgekommen. Eieiei, sagst du, der Zug wird voll? Mhm. Heilige Maria, was ist das denn? Wo kommen die ganzen Menschen her? Überall voll? Eieiei. So, wir sitzen jetzt schon ein bisschen länger in der Bahn. Und ich gönne mir jetzt noch meine zweite Hälfte von meinem Sub. Schatzi ist ein Cookie. Und ich habe jetzt gerade schon ein bisschen bearbeitet. Was machst du? Gearbeitet, Bandy. Ich bin gechillt. Ja, er hat gechillt. Hm? Hat mal wieder nichts gemacht. Ja, und Juli macht natürlich auch mal wieder nichts, er chillt sein Leben. Er ist echt ein Feini. Ist echt entspannt mit dem zu reisen, wirklich. Ne? Bist du ein Feini? Juli? Bist du ein Feini? Ja. Wir haben einfach so unfassbar krasse Verspätung gehabt. Wir sind jetzt bestimmt fast 45 Minuten Verspätung. Fast gefühlt 6 Stunden sind wir jetzt gefahren. Geil. Aber angekommen. Ja, auf jeden Fall sind wir ja, wie ihr gesehen habt, in Köln angekommen und werden jetzt mit Mones Mama so ein bisschen Birthday feiern und mit den Eltern von Mone gemeinsam was snacken gehen. Ne? Ein bisschen Sushi. Sushi und ein bisschen Chinesisch. Geil. Das hört die jetzt. Und schnuppert an Julis Pfoten, weil er beim Kacken gerade irgendwie in Scheiße getreten ist. Nee, das glaube ich doch nicht. Doch nicht? Ich glaube nicht. Ah, oh, sehr gut. Gut gemacht, nee, Großer. Musst du wissen, welche Pfote es ist. Freunde! Alter, das kannst du auf gar keinen Fall reinschneiden. So schlimm? Weiß nicht. Oha. Lass es egal. Jetzt bleibt es für immer im Internet. Kinder, was im Internet einmal ist, das geht nicht mehr raus. Okay. Freunde, wir sind wieder at home. Wir haben gestern tatsächlich nicht mehr viel gefilmt, weil wir die Zeit mit meinen Eltern genossen haben. Wir waren richtig lecker essen und sind danach noch zu meinen Eltern gefahren, haben gequatscht und es war echt schön. Ne? Und dann sind wir spät erst zu Hause angekommen. Ja. Dementsprechend melden wir uns jetzt, aber wir verabschieden uns auch jetzt direkt wieder von euch, denn irgendwie habe ich das Gefühl, wirklich, wir drehen nur noch Verabschiedungen, weil wir so viel vloggen aktuell. Ich finde das sehr geil. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ja. Und genau, dann lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch einfach mal grüner Streifen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz so lieb.